Erika. Das ist kein Spielzeug. Das ist gefährlich. Okay, bist du bereit? Mama und ich haben uns vor vielen Jahren kennengelernt. An einem Ort namens Delphi House. Sie war Krankenschwester und ich war ein Arzt. Nachts haben wir uns Geschichten erzählt. Sie erzählte mir von der Zukunft. Wundervolle Dinge, die nur sie sehen konnte. Ich erzählte von der Vergangenheit, von einer Priesterin mit einem Schmetterlingsmal, die ins Feuer blickte und die Zukunft sah. Ich sagte ihr, dass sie magisch war, so wie die Priesterin. Ich weiß, du bist auch magisch, aber du musst es mir beweisen. Wähle ein Foto, dein Lieblingsbild. Und nun schließe deine Augen. Konzentriere dich. Und nun beschwöre die Kraft der Priesterin. Finde deine Mutter wieder. Lass uns sehen, ob du dein Lieblingsbild findest. Schade. Macht nichts. Du bist dennoch magisch. Sie ist immer bei dir. Bitte vergiss das nie. Selbst wenn sie nicht hier ist, so ist sie immer noch ein Teil von dir. Sieh genau in das Feuer. Wenn du in dem Feuer die Zukunft sehen könntest, was würdest du sehen? Das ist deine Schuld.
Könntest du bitte still sein? Es ist spät. Miss Mason? Ich bin Sergeant Blake. Ich leite die Untersuchung. Darf ich? Ich gebe es auch zurück. Malst du sowas oft? Das ist griechisch, oder? Ein delphisches Epsilon. Genau wie bei deinem Vater. Woher wissen Sie das? Ich habe deine Akte gelesen. Ich musste das tun. Die Hand gehörte einem Mann namens Akel Johar. Er arbeitete im Delphi-Haus. Ich glaube, du warst mit deinem Vater dort. Es geht um meinen Vater? Der Fall deines Vaters ist nicht gelöst. Wir gehen von einer Verbindung aus. Er gründete das Delphi-Haus mit einem Mann namens Lucien Flowers. Dieser ist womöglich auch ein Ziel. Wir behalten das Delphi-Haus im Blick. Mit Personenschutz. Ich übernehme die Untersuchung ab jetzt. Dort ist es im Moment auch am sichersten für dich. Thank you.
machen wahrscheinlich gerade Pause. Warte hier, ich gehe nachsehen. Erika, ich hatte gesagt, du sollst warten. Ich habe jemanden gesehen. Da waren Mädchen mit Masken. Ich sehe mal nach. Vielleicht eine Art Therapie. Na komm, gehen wir wieder rein. Sie verstehen nicht. Das Telefon hat geklingelt. Da war eine Frau und sie wusste, wer ich bin. Wir gehen rein. Los. Wir müssen unbedingt herausfinden, woher dieser Anruf kam. Was machen Sie da? Legen Sie auf. Ganz ruhig. Nein, nicht du. Und du? Ich will deinen Ausweis sehen. Das ist eine private Anstalt. Du kannst nicht einfach hereinspazieren. Ich bin nicht von der Polizei. Wer bist du dann? Ich rufe zurück. Ich bin Sergeant Blake. Ich hatte angerufen. Ich habe Fragen an Dr. Ballard. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Danke, Doktor. Würden Sie Erika bitte Ihr Zimmer zeigen? Ich müsste dringend den Chief Inspector sprechen. Es gibt Neuigkeiten. Du erinnerst dich nicht an mich. Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja. Wir sind da. Erkennst du es wieder? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest.
Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen. Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du. Helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Was? Kannst du die bitte ausmachen? Du magst das nicht? Willst du mit mir vielleicht darüber reden? Hör auf, Toby. Ich versuche zu spielen. Lass sie in Ruhe. Wie du meinst. Hey, Todeswunsch. Komm her. Ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Ich bemühe mich. Was spielst du da? Das? Arie für Delphi von Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, 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 bam. Ganz einfach.
Was ist hier los? Und der Rotz geht los. Nein, 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 kein Putzen! Kein Putzen ohne Aufsichtsperson! Kirsty! Kirsty! Schon gut. Sie hat recht. Sei so lieb und hol jemanden. Das war neu. Sie sagt, das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann... Sofort aufhören! Erika? Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein! Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Wissen Sie inzwischen mehr über den Anruf? Ich bin nicht sicher, aber Sergeant Blake ist gleich hier. Er hat bestimmt Antworten. Es ist sicher nicht leicht für dich, hier zu sein. Und es ist nicht viel, aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Was das Telefonat betrifft, konnten wir immer noch nichts herausfinden. Erika, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Bin ich in Gefahr? Wir wissen leider nur, dass sich der Mörder von Mr. Johar auch für dich interessiert. Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Was meinen Sie? Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Ich weiß nicht. Erika, bitte. Es gibt zu viele Ähnlichkeiten mit dem Fall deines Vaters. Das ist kein Zufall. Mit einer Beschreibung könnten wir dem ein Ende setzen. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Blau. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an.
Parfüm. Glaube. Form. Gefahr. Maske. Töten. Zahn. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter?